Corona hat ja in den vergangenen Wochen viele Einschränkungen mit sich geführt, die jetzt langsam alle gelockert werden. So dürfen auch Vereine ihren Betrieb wieder aufnehmen. Und wir sind heute in Friedersdorf, denn hier sitzt der Berliner Segelflugverein LSC Interflug. Und die dürfen seit diesem Wochenende unter verschärften Hygienemaßnahmen wieder fliegen. Und das gucken wir uns heute mal genauer an. Und ich werde auch mal so einen Flug begleiten. Im Südosten Berlins, an der Autobahn A12, liegt der Flugplatz Friedersdorf. Betrieben wird er vom Berliner Segelflugverein LSC Interflug e.V. Eigentlich hätten schon seit April die Flieger in der Luft sein müssen, denn das Wetter war optimal. Doch die Corona-Krise hat auch alles am Flugplatz Friedersdorf zum Erliegen gebracht. Umso glücklicher ist man jetzt, dass mit den Lockerungen der Corona-Beschränkungen auch der Flugbetrieb wieder möglich ist. Doch so wie vor Corona ist es noch lange nicht. Ja, wir müssen natürlich auch die Abstands- und Hygieneregeln zum Beispiel einhalten. Wir müssen die Anzahl der Mitglieder, die zum Flugbetrieb kommen dürfen, müssen wir begrenzen. Wir haben Maskenpflicht bei doppelsitzigen Flügen. Wir müssen desinfizieren, wenn wir praktisch die Mitglieder, die Plätze im Flugzeug wechseln. Wir müssen desinfizieren, wenn wir die Autos wechseln. Wir müssen desinfizieren, wenn wir die Winde wechseln. Das kommt dazu, aber unterm Strich freuen wir uns, dass wir wieder fliegen dürfen. Gibt es sonst eine Einschränkung, Schulbetrieb oder so? Oder kann der ganz normal stattfinden? Also wir haben die Schulflüge limitiert auf maximal 15 Minuten. Das heißt, Streckenflüge doppelsitzig sind im Moment nicht möglich. Aber wir kommen wieder in die Luft und da freuen wir uns drüber. Ihr seid doch so ein bisschen allein in der Luft, oder? Über Deutschland ist ja gar nicht so viel los. Ja, wir sind im Moment die Großen, die sind ja nicht so aktiv und so viel unterwegs. Und da haben wir ein bisschen Platz im Luftraum gerade, ja, stimmt. Die Hygienemaßnahmen am Flugplatz werden von allen Kameradinnen und Kameraden sehr ernst genommen. Schon bei der morgendlichen Vorbereitung auf den Flugbetrieb wird ganz genau auf die Abstandsregeln geachtet. Flugzeugcockpits werden fleißig desinfiziert und auch alle, die fliegen wollen, werden nochmals auf die neuen Corona-Hygienemaßnahmen gebrieft. Und dann kann es endlich losgehen. Flugschüler sowie Lehrer haben Mund-Nasen-Masken auf und sind startbereit. Segelflugzeuge haben keinen Motor. Doch wie funktioniert eigentlich Fliegen ohne Motor? Ja, durch die Sonneneinstrahlung wird vom Prinzip her die Luft erwärmt und es steigt auf. Und das ist das, was man dann im Endeffekt als Ergebnis dann als Wolke sieht. Und in diesen Aufwinden kreisen wir dann mit unseren Segelflugzeugen und gewinnen Höhe und die setzen wir dann in Strecke um. Damit so ein Segelflugbetrieb überhaupt funktionieren kann, gibt es verschiedene Aufgaben, die übernommen werden müssen. Wie zum Beispiel der Startschreiber, Startleiter, Windenfahrer oder Rückholer. So einer der wichtigsten Jobs hier auf dem Flugplatz ist der sogenannte Rückholer. Und hier habe ich den Juju. Was machst du denn als Rückholer? Also die Flugzeuge haben natürlich keinen Motor, sind Segelflugzeuge. Und deswegen, wenn die landen, können die nicht von alleine zur Startbahn zurückrollen. Also haben wir hinten ein kleines Seil dran, womit wir die Flugzeuge zurück zum Start ziehen mit dem Auto. Und du darfst schon Auto fahren. Wie alt bist du? Ich bin 14 Jahre alt. Und das hat man dir hier am Platz beigebracht? Ja, das hat man mir hier ordentlich gut beigebracht. Und macht Spaß? Ja, auf jeden Fall. Also ist so ein Job, den man auch freiwillig macht? Ja, macht auch Spaß. Machst du heute noch einen ganzen Tag oder gehst du auch fliegen? Ich gehe auch nachher noch ein bisschen fliegen, aber ein bisschen Auto fahren noch, das macht Spaß, ja. Super, danke dir, dann fahr weiter, ne? Ja, es gibt noch mehrere Jobs außer den Rückholer. Es gibt auch den sogenannten Startschreiber und hier sitzt die Anja neben mir. Was machst du als Startschreiber? Ja, also als Startschreiber ist man dafür da, sämtliche Flüge, die an dem Tag stattfinden, aufzuschreiben, um hinterher die Flugbücher von den Piloten zu schreiben, die Flugbücher von den Flugzeugen und dass wir halt immer wissen, wer ist wann mit welchem Flugzeug wie lange geflogen. Also einschlafen ist da nicht, ne? Nein, muss man immer aufpassen, dass man nicht vergisst, irgendein Flugzeug als gelandet zu loggen. Ansonsten gibt es hinterher sehr viele Probleme. Und man muss auch aufpassen, dass man die richtigen Leute reinschreibt, weil ansonsten müssten das andere Leute bezahlen, die gar nicht geflogen sind. Das finden die auch nicht witzig. Also wenn du neu am Flugplatz bist, erstmal einen Namen auswendig lernen.
Ja, oder gegebenenfalls fragen. Das kommt tatsächlich erstaunlich oft vor, dass man nicht weiß, wer das ist. Weil wir haben einige Vereinsmitglieder, die kommen nicht so oft. Und da muss man manchmal so ganz unauffällig rumfragen in der Runde. Mal, weißt du, wer das ist? Und dann, ja, irgendjemand weiß es dann. Na gut, dann wollen wir dich nicht weiter aufhalten. Volle Konzentration in den Kasten rein und dann maximale Erfolge. Dankeschön. Kommen wir nun zu dem absolut wichtigsten Job hier auf dem Flugplatz. Das ist der Startleiter. Du hast Funkgerät in der Hand. Was sind deine Aufgaben? Also für mich ist es heute ganz wichtig, den Flug zu koordinieren. Wir haben hier natürlich den ganzen Kontakt oben mit den Flugzeugen, die Landebahn immer frei zu halten und vor allen Dingen auch zu schauen, dass die Seile da sind, die Leute immer parat sind, Seile eingekuppelt werden und die Verbindung hinten mit der Winde zu halten. Die sogenannte Winde, von der Jenny gerade gesprochen hat, ist das Herzstück des Flugbetriebes. Ohne die Winde würde kein Flugzeug starten. Die Winde rollt mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h ein knapp 1000 Meter langes Seil auf. Dieses Seil ist mit dem Flugzeug verbunden. Durch das Aufrollen des Seils setzt sich das Flugzeug in Bewegung und kann starten. Brauchtest du da eine spezielle Ausbildung für, um hier Startleiter zu machen? Also erstmal muss man bei uns die Lizenz dazu erwerben und dann gibt es eine kurze Einweisung, die geht relativ schnell, ungefähr so ein Tag wird man eingewiesen, was wichtig ist. Wir müssen natürlich mit der Flugsicherung dort sprechen, dass wir die Höhenfreigaben bekommen und ja, und dann alles koordinieren. Jetzt sehe ich dich ja, dass du hier draußen stehst. So aus dem Tower kennt man ja viele Bildschirme und so. Das brauchst du hier gar nicht, oder? Nee, wir haben oben unseren Tower. Wenn schlechtes Wetter ist, verziehe ich mich natürlich damit hin. Wenn wir wenig Mann haben, wenig Mannpower, muss man hier unten auch mal ein bisschen noch flexibel sein, die Leute ein bisschen besser koordinieren und einfach auch ein bisschen mit anpacken. Na dann, volle Konzentration. Das geht, glaube ich, weiter. Zack, zack, zack. Wir sind da. Los geht's. Also wir haben nach wie vor so 25 Flugschüler, sind da auch sehr gut dabei, dass wir neue Mitglieder und neue Schüler gewinnen können für uns. Da ist uns nicht bange, dass wir da in Zukunft weiter Potenzial haben. Wir liegen ja hier ideal in Friedersdorf, muss man immer sagen. Wir sind sehr nah dran an Berlin, wir sind mit der Bahn sehr gut zu erreichen, wir sind über Autobahn sehr gut zu erreichen. Wir haben hier ein sehr, sehr schönes Vereinsgelände. Bei uns können die Flugschüler auch übernachten und wir haben auch ein sehr, sehr gutes Vereinsleben. Wir haben eine sehr, sehr große Jugendtruppe. Also wir sind schon attraktiv auch für junge Schüler und jeder, der 14 ist, kann damit anfangen. Segelfliegen ist ja auch so das absolute Fliegen. Man verlässt sich nicht auf einen Motor und man ist eins mit der Natur. Und Sie, liebe Zuschauer, nehme ich jetzt mit auf einen Flug, denn ich bin an diesem Verein seit mittlerweile 16 Jahren Mitglied und darf somit auch fliegen. Und Sie kommen jetzt mit. Mache ich zu. Ich bin jetzt im Segelflugzeug. Hinter mir ist Jörn. Er ist Fluglehrer hier am Platz. Jörn, geht's dir gut? Na klar. Ich mache jetzt mal alles auch Corona-konform. So, denn es wird ja mit Maske geflogen. Dann würde ich sagen, starten wir. Wir starten. Das geht los mit einem Vorflugcheck. Luftfahrt heißt checken, checken, checken. Die Haube haben wir geschlossen. Wir sind beide angeschnallt. Die Aufzugsleinen vom Fallschirm sind eingeklinkt. Die Bremsklappen sind eingefahren und verriegelt. Die Trimmung ist neutral. Die Steuerorgane sind frei und gängig. Unser Instrumentenbrett ist gecheckt, alle Instrumente eingestellt. Der Funk ist an. Jetzt wird unser Startseil eingeklinkt. Auf. Zu. Startbahn ist frei, der Luftraum ist frei, der Wind kommt von vorne sehr schwach und wir sind auf Startunterbrechung vorbereitet. Turac 55, Abflug bereit. Jetzt strafft sich das Seil. Jetzt ist das Seil straff und jetzt geht's gleich los. Und da zieht die Winde an. Und schon sind wir in der Luft. Thank you.
es denn generell aus? Wenn jetzt ein Zuschauer Lust hat, auch mal zu fliegen, wie kann er das machen? Also im Moment sind Gästeflüge leider nicht möglich. Im Moment dürfen nur Vereinsmitglieder fliegen. Wir gehen davon aus, dass sobald sich das lockert, wir das auch wieder können. Da haben wir eine Telefonnummer auf unserer Homepage und da kann man sich informieren, ab wann das wieder geht. Und dann einfach rauskommen, Zeit mitbringen, Geld mitbringen, gute Laune mitbringen und dann kriegen wir jeden, der kommt, in die Luft. So sieht also Segelfliegen unter Corona-Bedingungen aus. Danke, dass ich hier sein durfte. Auch danke für den Flug. Haltet weiter durch und eine schöne Flugsaison wünsche ich euch. Ciao. Tschüss.